für Juli und August, jetzt für die Sommerzeit, wo viele Menschen auf Urlaub gehen, reisen, ist der Themenschwerpunkt Fremdes bereichert. Es ist nicht nur etwas, wo Ordensgemeinschaften ein Statement abgeben wollen, in einem Kontext, wo Fremdenfeindlichkeit teilweise da ist, wo die Angst vor dem Fremden zunimmt. Es ist auch so, dass Ordensgemeinschaften seit jeher die Erfahrung machen, dass Fremdes bereichert. Themenschwerpunkte hier auch illustriert durch unsere On-Nachrichten, wo wir immer wieder den Schwerpunkt setzen für eine bestimmte Zeit. Und jetzt ist eben diesmal Fremdes bereichert. Als Feststellung, ohne ein Satzzeichen daneben, einfach als Tatsache, die wir auf diese Weise auch vermitteln und unterstreichen möchten. Zum Wort fremd, ein bisschen nachdenken mit den drei Artikeln. Und ich fange mit das Fremde an. Und es ist ja gerade um diese Zeit für viele Menschen schön, das Fremde zu erleben, das Fremde zu suchen, auf Urlaub zu gehen, dem Fremden zu begegnen und es wirklich als Bereicherung zu erfahren, so man nicht, Entschuldigung, in einem All-Inclusive-Betreuungsprogramm sitzt, um dann dieselben Leute wieder zu treffen, die man ohnehin zu Hause auch sieht. In die Fremde zu gehen kann für Missionare, für Menschen, für Forscher, für Menschen, die gerne das andere sehen, bereichernd sein, kann natürlich aber auch ein Ausdruck der Angst, der Sorge und der Unsicherheit sein. Und da bin ich jetzt schon beim die Fremden, die wir gerne sehen, und jetzt überspitze ich natürlich, aber im Blick auf unsere aktuelle österreichische Innenpolitik, die Fremden, die uns sympathisch sind, wenn sie möglichst weit weg sind. Fremdes bereichert, weil wir an den Fremden glauben, der von sich aus den Schritt hereingemacht hat in unsere Schöpfung und uns nicht mehr fremd geblieben ist. Wir haben in Simmering, wie viele andere evangelische Gemeinden in Österreich auch, seit einigen wenigen Jahren Gemeindemitglieder, die Asylwerber sind oder waren und so inzwischen einen Asylstatus zum Teil auch haben. Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass die unsere Gemeinde unglaublich bereichern. Sie bereichern unsere Gemeinde aber nicht als Fremde, sondern sie bereichern unsere Gemeinde als ganz normale und sehr engagierte Gemeindemitglieder. Sie sind irgendwann einmal gekommen, da haben wir sie noch nicht gekannt, so wie andere Leute, die in Simmering vielleicht auch leben, kommen und wir kennen sie noch nicht. Und jetzt gehören sie einfach zu unserer Gemeinde, als ganz normale Gemeindemitglieder. So was wie Bräuche, Rituale, wie gefeiert wird, das sind so Beispiele, wo das Gefühl von Fremdheit oder Befremdung ein durchaus starkes sein kann. Das gehört in den Bereich zur Kultur. Kultur heißt oder meint, was man wie macht, und Menschen machen Dinge unterschiedlich. Und da möchte ich auch gern dazu sagen, dass mir persönlich manches, was angeblich zur österreichischen Kultur dazugehört, ganz schön fremd ist. Also wenn Sie mich auf den Opernball setzen würden oder von mir aus zum Oktoberfest setzen würden, bin ich mir sicher, ich würde mich einigermaßen fremd fühlen. Was ist denn eigentlich das Fremde? Und da lernen wir aus der Soziologie, das Fremde ist das Unvertraute. Das, was uns nicht vertraut ist, das, was wir nicht kennen. Und das Bereichernde am Fremden als Unvertrauten ist dann eben, denke ich, dass das Unvertraute Vertrautes auch in Frage stellen kann. Dass das Unvertraute neue Perspektiven bietet, den Horizont erweitert und vielleicht auch Gewohntes erschüttert. Und die zentrale und wichtige Frage ist, wie ordnen wir denn das ein, was uns noch nicht vertraut ist? Wie wollen wir dem auch begegnen? Feindlich oder freundlich? Und da glaube ich, dass die Kirchen und die Ordensgemeinschaften und die Religionsgemeinschaften ein ganz großes Potenzial haben, weil sie aus ihrer jeweiligen Theologie heraus, denke ich, dem, was noch nicht vertraut ist und vor allem den Menschen, die noch nicht vertraut sind, grundsätzlich freundlich begegnen. Und das hat was damit zu tun, dass für Religionsgemeinschaften alle Menschen vor Gott grundsätzlich einmal gleich sind.
Also zuerst sind wir alle Menschen und dann gehören wir vielleicht noch zu verschiedenen Religionen oder zu verschiedenen Nationen oder zu verschiedenen Kulturen. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Friedenspotenzial ist, das auf jeden Fall die Kirchen für sich in Anspruch nehmen können. Und ich behaupte einmal frech, aber da sagen Sie dann vielleicht was dazu, dass das was ist, was für alle Religionsgemeinschaften gilt. Zuerst sind wir alle mal Menschen. Ja, Fremdes bereichert ist zuerst einmal etwas, das gut tut, zu lesen, zu hören, denn es ist irgendwo auch ein erfrischender Zugang in Zeiten wie diesen. Also wir leben in einer sehr bewegten Zeit, wo sich unheimlich viel und sehr schnell verändert. Nicht zuletzt auch aufgrund der unterschiedlichen Krisen und Konflikte jetzt weltweit gesehen und viele Menschen, die hier in Europa oder eben auch vor allem in Österreich Sicherheit suchen und wo dann auf einmal das Thema der Fremdheit und Fremde auch ein Gesicht bekommt und auch durch unterschiedliche Geschichten nochmal wirklich auch Form und Gestalt annimmt. Und wir leben ja alle in derselben Gesellschaft, wir erleben und fühlen das wahrscheinlich alle ähnlich, dass hier nicht das Fremde unbedingt positiv besetzt ist, weil Fremdes ist sehr oft auch mit dem Befremdlichen, Bedrohlichen und mitunter auch mit Angst und Furcht konnotiert. Und Dominik Moisi, ein Politologe, hat eine Landkarte der Emotionen gezeichnet und bei Europa verortet er die Emotion Angst. Um jetzt vielleicht auch nochmal konkreter zu werden, weil ich ja auch aus meiner Praxis und meiner Lehre im muslimischen Bereich das auch so wahrnehme und erlebe, dass das Fremde oft auch nochmal konkretisiert wird anhand dem Islam unter Anführungszeichen oder der Muslime, Musliminnen. Fremde kennt man nicht, Fremde erkennt man. Sie werden erkennbar gemacht, wie zum Beispiel anhand von einem Kopftuch oder dass halt fremd markiert wird. Es war ja nicht immer so in der österreichischen Geschichte, wenn man zurückblickt. Wir sind Menschen. Also wir begegnen nicht der Islam, dem Christentum, dem Buddhismus, des Judentums, sondern Menschen begegnen einander. Insofern brauchen wir mehr einen Dialog des Lebens statt einem Dialog der Kulturen und Religionen. Also dass Subjekte wieder miteinander ins Gespräch kommen, wo auch Geschichten sichtbar werden und man auch wirklich den anderen, die andere in der Gemeinsamkeit erkennen kann. Wir haben schon jetzt gehört, dass eigentlich das Wort, das Fremde, was das wirklich bedeutet. In asiatischen Sprache verwendet dieses Wort Agantuka. Es ist ein sehr wichtiges Wort. Es verwendet aber nicht nur für die Menschen, hauptsächlich die geistige Ebene, Agantuka. Fremde kommen nicht zu Menschen, sondern zu dem Geist. Und deshalb, wenn jemand sagt, wie gehe ich mit einem Fremden richtig um, das bedeutet, dass der Mensch lernen soll, mit eigenem Geist richtig umzugehen. Und das ist das Wort Agantuka, genauso wie deutsche Sprache, Pali-Wort Agantuka. Das sagt etwas unerwartet von außen gekommen, das heißt Fremde. Etwas oder jemanden, eine Idee kann sein, und von außen gekommen, aber unerwartet. Das ist dann Fremde. Und natürlich, wenn unerwartet, von außen gekommen, was der Erste tut, ist eigentlich, was wir immer verwenden, das Wort Angst. Angst, das Wort kommt Pali, Sprache ist Bhaya. Bhaya heißt Beben. Beben, Bhaya. Und in der germanischen Sprache Bhaya, Beb. Beb ist von diesem kommt dann Angst. Angst heißt eigentlich enger des Bewusstsein. Wird eng, das heißt Angst. Und natürlich von außen etwas kommt, unerwartet, wird eigentlich das Bewusstsein eng. Und wenn jemand nicht damit richtig umgehen kann, dann entsteht ein Problem. Und Fremde kommen, das Wort fremd kommt aus alt-indogermanischen Sprachen, fram, auf Englisch sagt from, F-R-O-M, from, das heißt von irgendwo gekommen heißt das. Von einem Land, einer Kultur, einer Religion, alles Möglichen. Fremde, zum Beispiel, wenn ich aus Sri Lanka hierher komme, für die Österreicher bin ich ein Fremder. Aber wir sollen auch nicht vergessen, die Österreicher für mich ein Fremder. Wenn irgendetwas Fremdes begegnet, erste Übung ist, wertfrei beobachten. Nicht bewerten, gibt es nur eine einzige Methode.
nämlich die Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt, der Geist soll in der Gegenwart halten. Nicht in der Vergangenheit gehen lassen, auch in die Zukunft gehen lassen. Immer der Gegenwart. Die Dinge sehen, wie sie sind. Die Leute sagen immer, Fremden, wir sollen tolerant sein. Das ist auch keine richtige Aussage. Wenn dieser Fremde mit mir nicht zusammenkommen kann, nicht bereit ist, mit mir zusammenzukommen, ich betrachte, ich sage nicht, dass du weggehen sollst. Ich lehne nichts ab, aber ich nehme den Abschied. Wir sollen Abschied nehmen, ohne Ablehnung. Wir sollen bereit sein. Wir sollen nicht sagen, wenn das nicht geht, mit meinen Gedanken, mit meiner Welt, mit meiner Umgebung, nicht geht, ich lehne nichts ab, aber ich nehme den Abschied. Der Mensch soll fähig sein, ohne Ablehnung Abschied zu nehmen.